Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Unstable. Ich bin in der Zwischenzeit mal schnell zu Eddie gegangen und habe jetzt mal nachgeguckt, wie der es gemacht hat. Das ist auch nur ein einziges Item-Conduit, aber das ist richtig eingestellt. Habe ich da irgendwas vielleicht übersehen? An Werkzeugen, die man da vielleicht bräuchte? Das ist eigentlich immer alles. Experience Obelisk. Laut Obelisk, okay. Was mache ich damit? Tractor Obelisk. Naja. Ich sehe hier allerdings keine wirklichen Werkzeuge. Mal den hier da mal. Äxte. Schwerter. Da ist was. Yeater Wrench. Okay, das scheint das Richtige zu sein. Da brauchen wir Electrical Steel und ein Basic Gear. Electrical Steel kriegt man aus Eisen, Kohle und Silikon. Okay, das bauen wir uns jetzt mal schnell zusammen, das Ding. Vielleicht können wir dann auch endlich unser mysteriöses Mysterium der Mysteriosität lösen. Würde mich mal sehr freuen, weil ich hatte nämlich echt keinen Bock, das ganze Ding so mal umzubauen. Und vielleicht mit Buildcraft Pipes dazu arbeiten, wo die ganze Zeit eine Redstone Engine dran sein müsste. Ist nicht so mein großer Fall. Darum möchte ich das jetzt mit diesen Ender Item Conduits machen, da wir das bisher auch noch nie mit sowas gemacht haben. Immer wenn ich was gemacht habe, nehme ich eigentlich die Buildcraft-Dinger und naja, das ist dann halt auf Dauer vielleicht auch ein bisschen langweilig, ne? Lauf! Schneller! Mein schönes Ding ist hier, mein Hangglider nicht dabei. Jo, und hier und ohne Hangglider ist immer langsam. Also, da ich erstmal weg. Also, wir brauchen Kohlestaub. Haben wir da drin noch, ups, Kohlestaub. Machen wir das erstmal wieder an. So. Coal Dust haben wir. Brauche ich dort da drin eigentlich nicht, ne? Dann brauchen wir Eisen und Silikon. Silikon. Nehmen wir uns erstmal 3 Stück mit. Und nicht Rio Iron. Kommen auch mal 3 Stück. Jo, 1, 2, 3. Optimal. Dann das und das mal rein. Wo waren jetzt noch Enderperlen drin? Das und Eisen. Und er fängt an. Perfekt. Dann brauchen wir nämlich die Wrench davon. Wrench. Von Ender.io. Genau, das ist die hier. Also die drei werden gerade erstellt und das Basic Gear wird aus Cobblestone und Sticks erstellt. Ja, das ist angenehm. This is very angenehm. Das Basic Gear ist da. So und so. Super. Super, 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 super. Da drin kein Kobbel mehr? Nö. Sollte man da wieder mal einen Stack reinlegen? Das braucht man nämlich immer mal so für Kleinigkeiten. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Wood. Oakwood ist okay. Und dann mal ein paar Sticks raus. So. Nochmal. Ein Basic Gear, bitteschön. Perfekt. So. Schnappen wir uns mal die 3 Electrical Steels. Die werden dann in einer Dreiecksformation angeordnet. Ganz genau so. Dann kommt das Basic hier in die Mitte. Hoppala. War doch nicht ganz richtig. So, jetzt haben wir die Yeater Wrench. Die Yeater Wrench müssten wir doch eigentlich sagen können. So, schon mal nicht. Das müsste dann ja auch eigentlich mit einem einzigen Hopper gehen, ne? Ich hoffe mit einem Item Conduit. Ey, mein Deutschkenntnisse sind heute wieder mal dermaßen auf einem Low-Niveau. Das ist schon ein bisschen ärgerlich gerade. So, nochmal. Also, das da dran stöpseln. Da wird rausgezogen. Passt. Und da auch. Das passt nicht.
Wieso macht er das immer weg? So, du gehst Insert. Channel, was weiß ich. Aber ich kann ja auch nichts in der Sortierung reinlegen oder so. Wenn ich mir jetzt hier das Ding mal so anschaue. Receive no name, no items, has no valid outputs. Jetzt geht auch nicht runter. Was? Ach, ich kann den Scriber auch noch drehen, ne? Ist auch schön. So. Mal wegmachen. Mal hinmachen. Jetzt nach oben einfach. Funktioniert's jetzt? 57 immer noch. Ach, ist das ein Käse. Ich kann halt den Hopper nicht nach oben verbinden, das geht nicht. Can receive item. Extract items will be inserted into Inscriber, genau. Can receive items from... Das passt doch alles. Ist irgendwas falsch? Irgendwas falsch machen. Verstehe ich aber nicht. So, nach oben mit dir. Sieht ihm das auch irgendwie bekannt geben, das Teil da? Weil diese Beschriftung habe ich nämlich auch bei Eddie gesehen, die ist exakt gleich. Oder muss ich da vielleicht erstmal eins reinlegen, dass er dann das zweite zieht? Die anderen beiden Sachen hat er sich geholt, das nicht. Ah! Excuse me, I do not understand what's the problem. Item connect to the up. Connections to the east. Aber der andere hat irgendwas mit to the south gesagt. Bin ich eigentlich gerade in dieses andere Menü reingekommen? Irgendwie umschalten. Okay, also jetzt bin ich Eater Ranch. Kistenmodus. Auch immer jetzt da die durchschaltbaren Sachen sind. Wieso machen wir da aus? Ist doch. Das ist doof, ist doch das. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich in das blöde Menü reinkomme. Noch was umstellen. Ich kann den Hopper rumdrehen. Was wieder unglaublich sinnvoll ist. Hopper, hallo, dreh dich mal richtig. Es ist alles nochmal eingestellt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Geht es sonst noch nach oben verbunden? Hm.
Müsste ich dann echt wieder mit Pipes arbeiten, aber es würde ihm jetzt gerade nicht so behagen. Ach ja. Okay. Hauptsache mal schön mit der Tastatur falsch arbeiten. Also, wir brauchen erstmal eine Redstone Engine. Erstmal Woodgears, 2 Stück. Dann müssen wir das eigentlich haben, oder? Eine Redstone Engine. Dann brauchen wir eine Pipe. Und zwar eine Wooden Pipe, Cobble Diamond. Machen wir sie uns halt schnell so. Wo haben wir sie denn? Golden? Nee, 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 nee. Wooden, nein, nicht Wooden Fluid. So eine brauchen wir ganz einfach. Habe ich da kein Glas da drin? Ach ja, die müssen aber nicht da irgendwo sein, oder? Da sind sie doch. Wooden Pipe. Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen Lever. Da brauchen wir erstmal einen. Na komm. Wie ich mir das da rausgesucht habe. Carpenter's Lever. Okay. Jo. Dann probieren wir das Ganze halt mal anders. Dann nehmen wir dich weg und dich weg. Dann können wir nämlich da auch gleich eine ordentliche Kiste nehmen, muss ich mit Toppern arbeiten. So, genau. Dann haben wir hier die Kiste, dann die Wooden Pipe haben wir auch. Ist die falsch rum? Ah, weiß nicht, ob das mit der Dingens da geht, mit dieser hier, mit der Yetawork. Doch, mit der Wrench geht's. Perfekt. Dann kommen da jetzt die Teile rein. Unten drunter kommt unsere Redstone Engine. Und diese wird wiederum bepowert. Der Strom ist echt buggy in dem Modpack. Wieso ging's jetzt plötzlich? Ja, da funktioniert es jetzt. Mit dem Ding funktioniert es jetzt. Wunderbar. Das heißt, damit kann ich es jetzt ganz einfach an- und abschalten, wenn ich es brauche. Und alle sind glücklich und zufrieden und wir haben nur 3 Jahre dafür gebraucht. Toll. So, was brauchen wir jetzt? Also, wir haben die Logic Prozessors. Also, da können wir da mal reintun. Müssen wir nicht alles haben, dass wir uns noch eine 4K bauen können, oder? Schauen wir mal. Storage Cell, oder habe ich. Ne, da müssten noch welche drin sein, oder? Da. Nö, da müssen wir eigentlich alles haben. Okay. Dann suchen wir uns noch die letzte zusammen. Und zwar brauchen wir eine Storage Cell 4K. So, so und so. Eins, zwei. 3 Stück, perfekt. Dann bauen wir uns die 4K-Zelle zusammen. Perfekt. Und die 4K-Zelle kommt jetzt in ihr Gehäuse rein. Und dann haben wir wieder deutlich mehr Platz da drin. Wunderbar. Also wenn man erstmal angefangen hat, dass das System da läuft, dass man die ersten Sachen da machen kann, dann funktioniert es wunderschön. Kann man sich nach und nach das alles hier ganz einfach im ME-System zusammencraften. Und das gerade mal nicht. Was ich euch noch zeigen wollte, hier habe ich gesagt, oben holt ihr das Wasser, unten gibt es aus. Wir haben jetzt 266 Schneebälle da drinnen. Momentan ist halt mein Aquarius Extruder nicht aktiv. Wenn wir da hinten irgendwo hinstellen mit einem Ender Tank. Da war noch ein bisschen was drinnen, den habe ich jetzt einfach mal leer pumpen lassen. Und wenn wir dann mal Schnee brauchen sollten, um mehr Smoothies zu machen, dann können wir den uns einfach da schnappen. Jo. Gut, nachdem die letzte Folge einen Ticken zu lang war und ich es immer noch nicht hinbekommen habe, dass diese blöden Ender-Conduits funktionieren, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, wahrscheinlich morgen wieder. Macht's gut, ciao!